Hallo zusammen und salve a tutti. Wir haben 18.22 Uhr am 17. Juli. Die Woche ist rum. Vor euch liegt der DAX. Mein Name ist Christian Schlegel. Jetzt schauen wir mal, was der Schlegel hier macht. Der fängt nämlich langsam an zu nerven. Anzunerven heißt, dass diese Entscheidungsunfähigkeit ist. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Aber ich kann Ihnen versprechen, ich möchte Ihnen das fast garantieren. Ab nächste Woche gibt es mehr Bewegung. Denn ich bin ab morgen in Urlaub und es ist meistens so, wenn ich in Urlaub bin, dann boxt der Papst im Kettenhemd. Wir haben momentan eine 1% Tagesrange. Das ist ziemlich wenig, vor allen Dingen, wenn man weiß, was hier so los war. Das ist erschreckend wenig. Wir befinden uns nach wie vor innerhalb der Bänder, die leicht auseinandergegangen sind im Vergleich zur letzten Woche. Ich hatte mir schon überlegt, dass wir letzte Woche oder die vergangene Woche hier oben irgendwo rausgehen. Die Chancen waren großartig, ja. Wir waren sogar leicht drüber. Wir haben, das habe ich noch nie gesehen, 12.999, ich glaube es war 68 gehandelt. Da waren aber auch gar nicht so viel, ich habe da mal nachgeschaut, gar nicht so viele Scheine bei 13.000, die da hätten verfallen können. Also, aber dass der so kurz vor der großen Zahl dann einfach mal ausgibt, das hätte ich auch nicht gedacht. Wie dem auch sei, wir sind nach wie vor innerhalb der Bänder, wir sind am oberen Rand. 10 Tage liegt über 20, das ist positiv, Bänder sind noch eng, gehen unwesentlich auf. Das MACD liegt völlig richtungsneutral um die Nulllinie herum. Von daher gibt es kein frisches Signal, das wird folgen. Und die Stochastik gilt als überkauft, aber ohne Verkaufssignal. Das kann also, genau wie hier, noch Wochen dauern. Ich habe kein griffiges Signal, aber die Signale liegen relativ schnell auf der Hand. Wenn wir einmal dieses Hoch hier, was wir hatten bei 12.999,1 Grad, mit Schlusskurs bitte endlich mal überbieten. Damit meine ich sowas wie 13.020, 30, sowas in der Art. Das ist wichtig. Und auch unten unterbieten, weit weg, also eigentlich erst ab 12.000, da beschäftigen wir uns auch hiermit. Aber man kann schon dieses letzte Zwischentief hier bei 12.416, wenn das mit Schlusskurs unterboten wird, kann man das schon als negatives Signal werten. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird was passieren, denn das bittelt. Ja, also das ist, da passiert bald was. Ich meine, das zu spüren, wir werden es sehen. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Ich muss ein bisschen weitergehen. Der eine liegt unter dem unteren Band. Das ist dieser hier, dieser Job, Entschuldigung, 14er Hebel. Im Moment 14,03. Das ist von Goldman Sachs eine Basis 12.022. Ich runde leicht mit der Kennnummer GC7QYV. GC7QYV. Das ist der. Und von der Shortseite, ich nehme jetzt mal den gleichen Hebel. Das wären wir bei 13.869. Das ist zu weit hier oben. Das ist da ganz hinten irgendwo. Ich denke, das braucht es nicht. Ich habe hier eine Linie gezogen, die kommt von diesem letzten Chartpunkt. Und da sind wir genau bei 13.273. Deswegen kann ich da, also ganz so nah möchte ich da nicht dran, aber ich kann schon mal mit so einem 30er Hebel arbeiten. Da bin ich bei der 13.392 als Put. Auch von Goldman, auch unlimitiert. Und das ist die Kennnummer Gustav Bertha 9, Paula Xantippe Bertha GB9. PXB. Das sind die beiden Scheine. Wie gesagt, nächsten zwei Wochen bin ich nicht da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tolle Bewegung. Viel Spaß mit meiner Wolla. Haut rein, bleibt gesund und happy trading. Bye bye, ciao.